Hallo, schön euch zu sehen und auch schön dich wieder hier zu sehen. Freut mich sehr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Wir haben es aktuell mit Dieben, Banditen und anderen Ärgernissen zu tun. Halt das Übliche. Und ja, dann werde ich mich mal hier ins Verderben stürzen. Da wird gerade eine Taverne hochgezogen, wenn ich das richtig sehe. Wir haben hier schon, ja, wo ist meine Maus? Da eine Gemüsefarm. Das ist alles sehr, sehr schön. Und was nicht so schön ist, wir haben hier Besuch von irgendwelchen Dieben. Hier ist eine tote Wache. Da sind zwei Dute, ein toter Brunnen. Nein, zwei tote Verbrecher. Zeitrunde Verbrecher, genau. Und ja, wir müssen uns da was einfallen lassen, beziehungsweise den Einfall hatte ich schon. Wir brauchen dringend Soldaten. Und darauf läuft das Ganze jetzt hier hinaus. Und ja, ich habe ein bisschen geguckt wegen meiner Kamera. Ich hätte die ganze eigentlich so lieber etwas mehr niedriger, ne, von der Einstellung her, damit ich euch mehr anschauen kann beim Sprechen, weil ich bin beim Spielen immer so, ne, hier so unten mit den Augen, was aber ganz normal ist. Monitor halt etwas tiefer hängt. Ist immer gleich zur Kamera. Ist nicht so perfekt oder nicht so, wie ich mir das gerne eigentlich hier machen würde, so von den Einstellungen her, aber sind dann halt so ein paar Widrigkeiten, mit denen man dann immer wieder mal so kämpfen hat und wo man so Kompromisse finden muss. Ist nun mal so. So, da kommen schon wieder. Nee, das ist einer von unseren Leuten. Gott sei Dank. Wo sind denn hier? Da sind die bösen Buben. Aber nicht nur da. Ich meine, wie sieht das hier aus? Ich meine, irgendwo anders auch noch welche zu haben. Warte mal. Deine Einheiten werden von Banditen angegriffen. Ja, das ist da so in der Gegend gewesen. Da ist noch ein gegnerisches Lager. Weiteres. Wie weit die jetzt von uns entfernt. Achso, da man sieht es an der Minikarte. Die sind noch ein bisschen entfernt. Das ist das, was wir schon kennen. Andere haben wir jetzt gerade kennengelernt. Ja. Okay, ja. Aufgaben. Ich habe ganz viele Aufgaben noch vor der Brust. Eine Holzwerkstatt ist aktuell gerade noch im Bau. Wir brauchen noch ein Steinmetz, wir brauchen noch einen Steinbruch und einen weiteren. Wir brauchen noch einen weiteren Brunnen. Der Brunnen wird wahrscheinlich... Genau, die Gemüsefarm braucht dringend einen Brunnen. Mit Weihnachtskirche, die hat hier etwas gestohlen. Schon wieder. Na gut. Ich darf mich davon jetzt nicht ablenken lassen. Wir haben hier Dinge zu tun. Wir brauchen einen Brunnen. Das ist erstmal viel, viel wichtiger. Moment, bin ich hier richtig? Nein, da ist der richtige Knopf. Brunnen, rechts, links, geradeaus. Was sagt die Maus? Ich weiß es auch nicht. Hier könnte man theoretisch, glaube ich, noch ein Haus hinsetzen. Ich schaue mal gerade. Bevölkerung, Bevölkerung, Bevölkerung. Haus. Würde man tatsächlich hier noch hinbekommen? Insofern ein weiterer Brunnen. Ich gucke mal, ob beides geht. Ich setze da mal den Brunnen hin. Der ist ja jetzt ziemlich nah dran. So. Und Bevölkerung und Häuschen würde auch gehen. Wunderbar. Kein Problem. Nur für den Fall, dass wir das hier erweitern müssen. Und ich gehe davon aus, dass wir das sehr bald erweitern werden dürfen. So, Brunnen ist im Auftrag gegeben. Taverne. Was ist mit da los? Was ist hier? Was habt ihr? Ja, kein. Achso, Markt. Genau, das ist Stichwort. Da werden gerade die Esstische gebaut. Wir brauchen Märkte. Um Märkte effektiv nutzen zu können, brauche ich aber... Das habe ich heute mit der Steuerung. Brauche ich aber etwas anderes, was genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger, nämlich Marktbrunnen. Ohne den laufen die Märkte nicht. Den Marktbrunnen könnte ich beispielsweise hier unterbringen. Und dann Märkte. Ich glaube, ich bin immer im falschen Feld, ne? Genau. So, dann hätte ich die Möglichkeit. Oh, das ist ja gut. Das ist wie es ist. Ja, das geht aber. Das kriegen wir, glaube ich, gebacken.
Markt. So, also. Ja. Hier einen hin. Also ein bisschen halbwegs schön, soll es ja auch aussehen. Da einen hin und hier einen hin. Erstmal die drei. Ja, erstmal die drei. Esstisch ist im Bau, Brunnen ist im Bau, Gildehaus und Schneiderei ist immer noch nicht dabei. Das ist nicht so gut. Gildehaus und Schneiderei soll es sein. Das sollen die auch kriegen, die lieben Leute. Verarbeitung, Ausbildung und Ausbildung, Gildehaus. Wo bist du? Da sind die. Trink als erstes. Logisch. Gildehaus. Habe ich die Märkte? Einen Augenblick, bevor ich da jetzt Dinge tue. Brunnen. Ich könnte hier noch weitere Märkte hinsetzen. Das würde funktionieren. Ich traue auch da noch Märkte hin. Das würde auch funktionieren. Okay, das heißt, Gildehaus, kriege ich das Gildehaus hier hin? Oder auch dahin? Ja, da muss ja nicht irgendwie Gott weiß wo, ne, das braucht, weder braucht das irgendwie eine Wiese oder irgendwas in der Richtung. Problem ist natürlich, ich habe jetzt hier günstigerweise meine Wege alle verbaut. Das wäre nicht so clever. Namdos, da hast du gepennt, wie man nur pennen kann. Ich setze das Gildehaus trotzdem mal hier so hin. Würde Folgendes vorschlagen, zur Güte. Wir haben hier schon hier so einen Knopf. Dann gehe ich einfach mal hier so an den Rand. Oder ganz anders. Ich gehe mal hier am Wasser lang. Was haltet ihr denn davon? Einfach mal so just for fun. Das ist ja das Problem. Hier so und dann da so. Ich weiß, der Weg ist weit. Ja, gar keine Frage. Aber ich muss hier Kompromisse eingehen. So, wir haben schon wieder irgendwelche Angriffe. Feindliche Einheiten machen ja Ärger. Bringen meine Leute um und hast du nicht gesehen? Ja, ist alles nicht so schön. So, Gildehaus ist in Arbeit. Schneiderei ist gut und schön, aber bevor ich hier eine Schneiderei hochziehe, wie sieht es denn mit einer Weberei aus? Wäre das nicht eigentlich lohnender oder besser? Münzprägerei, Schneiderei, Weberei. Denn eine Schneiderei braucht Stoff. Ich kann die trotzdem schon mal bauen, weil, wie ich gerade gesehen habe, Platz und so. Dann würde ich nämlich die Schneiderei. Hier hinsetzen. Und die Weberei. Setze ich dann. Shit, egal. Oh, Moment. Geht das? Das geht super. Setze ich die hier hin. So, fertig ab. Haben wir das Problem auch schon mal so weit im Griff. So, die Sachen sind in Auftrag gegeben. Esstische sind fast fertig. Ich brauche jetzt Farmland und eine Getreidefarm. Denn ist das nächste große Ding. Farmland und Getreidefarm. Einen Moment mal. Das ist wunderschön und macht überhaupt kein Problem. Ja. Verkackt hier auf ganze Linie, habe ich so das Gefühl. Wie sieht es denn hier mit meinen Holzfällern aus? Sind die alle dabei? Habe ich die in die Pause geschickt? Moment, ich muss ganz kurz. Sehe ich irgendwelche Fähnchen? Da Holzwerkstatt, die hat aber nichts zu tun, deswegen ist da ein Fähnchen. Die arbeiten. Sammlerhütte arbeitet. Da habe ich eine Holzfällerhütte, die ganz massiv ihren Job macht. Wo habe ich denn meinen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Nein, den brauche ich. Da fehlt mir immer die Pausefunktion, um solche Sachen auszuprobieren. Das hat Forsthaus. Okay, der, alles klar, das sieht gut aus. Forsthaus ist hier am Werk. Da würde ich dann ganz gerne mal folgenden Vorschlag machen. Euch hier konzentriert euch mal da so hin. Was fällt der? Alles. Das ist cool. So. Ja. Silbervorkommen wurde entdeckt. Irgendwo da hinten.
Zukunftsmusik. Ich habe naheliegendere Probleme. Brunnen ist fertig. Die ersten Marktstände sind in Betrieb. Glaube ich. Was bieten die an? Habe ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet. War mir jetzt aber auch erstmal egal. Ja, die werden natürlich irgendwie. Warte mal, da kommt auf jeden Fall kommt da Gemüse hin. Ich werde irgendwann Getreide haben. Warte mal, Weltprodukte. Ich kann hier mal auf Wild gehen. Was habe ich denn? Wovon habe ich sehr viel? Rehfleisch sehe ich gerade. Das ist okay. So, dann habe ich jede Menge Steinpilze und Himbeeren. Moment, Moment, Moment. Getreide habe ich noch nicht. Das sind Waldprodukte. Himbeeren. So. Glaube, das sieht ganz gut aus. Das sind jetzt ein paar Himbeeren. Ja, das ist egal. Das ist nicht so schlimm. Verstaut es sich gerade. Auch das werden wir überleben. So, ja. Wäre ja toll, wenn hier die Bäume schon mal weg wären. Folgendes. Ich baue das Forst aus woanders hin. Forsthaus. Das Forsthaus kommt. Da so hin. Das Forsthaus hier. Wo war es jetzt? Da. Kommt sofort weg. Stopp. So. Damit. Ich setze hier meinetwegen auch noch einen Brunnen hin, das ist mir jetzt auch egal. Damit die direkte Versorgung haben. Ja, komm, setzen wir den direkt hier hin. So. Haben wir das. Der reißt alles weg, das ist cool. Sammlerhütte, Brunnen, da kümmert sich um die großen Bäume, das ist in Ordnung. Holzfällerhütte, der macht auch alles weg, was da ist. Das ist auch okay. Soweit, so gut. Ich muss mal ganz kurz hier zwischenspeichern. Zurück zum Spiel. Jetzt auch die Zeit. Geht. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen in Hektik. Weil hier Dinge passieren. War das jemand los? Das ist ein Nadelwurz. Ja. Ich glaube, so wie ich das jetzt vom Platz her einschätzen kann, ich glaube, das haben wir jetzt aber gebacken. Wir haben hier so ein Stück Weg. Ich könnte die Getreidefarm, einen Moment, Mahlzeiten, Nahrung, Getreidefarm, genau. Kriege ich da jetzt im Augenblick noch nicht. So hin, wie ich mir das vorstelle, weil da irgendwie noch Holzreste existieren. Dann würde ich erstmal noch zuwarten. Auch auf die Gefahr hin, dass das hier ein bisschen eng wird. Eine Werkzeugschmiede. Schneiderei ist fertig. Leichte Rüstung. Werkzeugschmiede. Moment, Moment, Moment. Militärakademie, Steinmetz und Steinbruch ist immer noch Thema. Ich habe hier Stein, ich habe da Stein, ich habe hier Stein, ich habe da Stein, okay. Ich habe hier einen Steinbruch, der sich auf dieses Gebiet konzentriert, dann würde ein weiterer Steinbruch dort Sinn machen. Behaupte ich einfach mal, Steinbruch. So, möglichst nah hier in die Ecke. Meinetwegen auch so. So, dann brauchen wir Steinmetz. Einen weiteren Steinmetz. Den sollte ich hier auch hinkriegen. Den könnte man
vielleicht hier so hinsetzen. Machen wir das auch einfach mal so. Moment, wie war das gerade? So. Dann haben wir die beiden in Auftrag gegeben. Getreidefarm muss noch ein bisschen warten. Was ist mit dem letzten Esstisch? Wo hackst denn da? Hä? Ach, die müssen doch mit einer Straße verbunden sein. Okay, man lernt immer was dazu, was nicht verkehrt ist. Sah für mich immer so aus, als wenn das nicht zwingend erforderlich wäre. Das war ein Irrtum meinerseits. Ist die Frage, Straße, wie kriege ich den hier noch? Kriege ich hier noch eine hin? Ernsthaft? Oh, das habe ich nicht gesehen. Das war mir jetzt so nicht bewusst, dass das noch klappt. Moment. Wie kriege ich das jetzt am schlechtesten hin? Und so, dann haben wir da doch noch einen relativ kurzen Weg. Was ist hier los? Baumaterial. Moment. Wo war's? Werkzeugschmiede brauche ich immer noch. Aber eine Holzwerkstatt habe ich doch, ne? Eine Holzwerkstatt müsste existieren. Da ist sie. Du machst mal hier ganz zügig erstmal hier 5 von den Dingern. Wenn du damit fertig bist, gerne auch hier solche Geschichten. Den gebe ich erstmal ein paar Aufträge, damit er beschäftigt ist. So. Ja, sehr schön. Läuft. Oder auch nicht, je nachdem. Je nach Betrachtungsweise. Was ist hier los? Warum passiert hier nichts? Hier liegen noch Zweige. Der ist voll. Das Lager dummerweise auch. Oder die Lager in dem Fall. Was ist hiermit los? Auch da tut sich nichts mehr. Ja, Moment. Lager. Da muss Abhilfe her. Ja. Die Diebe stehlen hier schon wieder Dinge. Ich brauche die Möglichkeit, Holz einzulagern. Hier in dem Fall. Ich muss sagen, Feuerholz. Dann brauche ich 2 oder ein weiteres Lager. Besser wäre wahrscheinlich 2. Ich nuschel schon wieder, weil ich mich hier konzentriere. Ich brauche 2 weitere Lager. Und da würde sich das, glaube ich, hier anbieten, das zum entsprechend in die Wege zu leiten. Dort eins hin und dort eins hin. Auch hier bitte schön Holz. Machen wir das. Und machen wir das. So. Ist in Auftrag gegeben. Da sind jetzt Dinge so langsam verschwunden. Das heißt, der Weg wird ja langsam frei, den ich eigentlich so angepeilt hatte und immer noch habe. Nahrung? Brunnen? Nein. Getreidefarm. Eine Getreidefarm soll es. Ah, das sieht gut aus. Eine Getreidefarm soll es sein. Die würde ich dann hier so hin platzieren wollen. Oder. Ja, so langsam ist es aber gut hier. Oder vielleicht so oder so. Ich bin mit den Wegen dann mal so ein bisschen im Kniescht. Egal, ich warte mal. Ich warte mal so, wie ich das von vornherein geplant hatte. Vor allen Dingen vornherein, von Anfang an quasi. Schön wär's. Ich setze das Ding mal hier so hin. Dann braucht man natürlich einen Weg, ganz klar. So, Weg ist da. Jetzt geht die Geschichte mit den Feldern wieder los. 1 und 2.
hoffe, das ist jetzt richtig ausgerichtet. Ich glaube, da bin ich ein bisschen rausgerutscht, kann das sein. Sieht nicht so aus. Ich glaube, das sah jetzt nicht so aus. 1, 2, 3, 4. Hallo. Na. Hallo. So. Müssten 15 sein, wenn ich mir nicht verzählt habe. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich bin sogar schon darüber hinweg. Für den Fall das Jahr, egal. Hauptsache, wir haben das, was wir brauchen. Damit kann ich jetzt auch weitere Marktstände bauen. Die werden auch gerade schon eingefordert. Ich brauche noch 3 weitere zu denen, die ich schon habe. Kannst du viel rumknötern da, wie du rumknötern willst, ist mir egal. So, Moment, Marktstand. 1. Nee. 2 und na komm schon. 3. So, dann haben wir hier noch. Ist nicht schön, aber selten. Marktstände. Ich könnte anbieten. Getreide habe ich zwar noch nicht. Brot, das kommt dann aber demnächst. Ich könnte anbieten, was habe ich noch? Waldprodukte. Nein. Produkte des Waldes. Das wären dann in dem Fall die Pilze. Das könnte ich machen. Was habe ich sonst noch? Sonst ist. Dann könnte ich noch irgendein Gemüse oder so anbieten. Was habe ich hier? Gemüse. Mais, Kohl. Ich nehme auch Kürbis. Egal. So. Dann haben wir das mal so ein bisschen nochmal, ne, spezifiziert, so von den Dingen, die man so anbieten kann. Und jo. Dann brauche ich leichte Rüstung. Und hast du nicht gesehen, das ist immer noch im Bau. Weberei, woran hängt es fest? Ach so, genau. Das ist das Problem. Die Schneiderei hat nichts zu tun. Ich brauche leichte Rüstungen und Rucksäcke sollen auch hergestellt werden. Das kann man schon mal in den Auftrag geben, auch wenn er das noch nicht alles bauen kann oder herstellen kann. Egal. Hauptsache, das läuft soweit schon mal. Ja, das war jetzt so ein bisschen eine Hektikfolge, gebe ich zu. Hier geguckt, da geguckt, aber hier tut so ein bisschen eine Not. Ne? Ihr merkt es ja, wir werden hier ständig angegriffen und es werden gegnerische Lager entdeckt und hast du nicht gesehen. Da muss ich natürlich jetzt ein bisschen zügiger vorgehen, wenn ich hier die entsprechenden, ne, wir brauchen noch eine Werkzeugschmiede, die ist noch nicht im Bau. Militärakademie, Baustellencamp ist auch schon hier eingefordert und es wird nicht weniger werden. Wir werden uns dem Ganzen natürlich stellen, gar keine Frage. Aber dann erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch und vor allen Dingen natürlich auch dir alles, alles Gute. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Unterstützen. Bis dann, macht's gut, genießt die Zeit.